21-Jährige wurde auf einer Landstraße überfahren, als sie einen Igel retten wollte. Julia Palmer-Stoll besucht vor dem Unglück ihr Pferd in Dachau. Auf der Heimfahrt nach München sieht sie auf der Gegenspur einen Igel auf der Fahrbahn. Sie parkt ihren Wagen am Straßenrand, um das Tier in Sicherheit zu bringen. Dabei wird sie von einem Opel Corsa erfasst und 30 Meter unterm Auto mitgeschleift. Viele fragen sich, wie es zu diesem schrecklichen Unglück kommen konnte. Uns wurde mitgeteilt, dass die Julia sehr tierlieb war und offensichtlich war sie im großen Zeitdruck. Marienhof-Kollege Frank Rudloff war einer der engsten Drehpartner von Julia. Die beiden spielten in der Serie seit Monaten ein Liebespaar. Wir hatten privat einen sehr guten Kontakt. Wir sind viel zusammen unterwegs gewesen, haben uns abends auch getroffen zum Essen, haben über die Rollen geredet und dadurch auch privat irgendwie einen Draht zueinander bekommen. Und sie war halt ein sehr lieber, optimistischer Mensch. Die Nachricht vom Unfalltod der beliebten Schauspielerin schlug ein wie eine Bombe. Das gesamte Marienhof-Team ist geschockt. Vor allem die Fans fragen sich nun, wie es mit der Daily Soap weitergehen soll. Wir haben vor 5 Minuten entschieden, dass wir sie nicht umbesetzen, sondern dass wir die Geschichte umbauen und umstricken, weil es ist eine schwere Entscheidung für uns. Trotz der Trauer, die Dreharbeiten wurden bereits heute fortgesetzt. Da die Serie einen sogenannten Produktionsvorlauf von rund 6 Wochen hat, wird Julia Palmer-Stoll noch in mehreren Folgen zu sehen sein. Drei schwerst- und 6 leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 600.000 Euro. So die traurige Bilanz der Massenkarambolage auf der A99 bei Aschheim. 7 Lkw und 3 weitere Pkw krachten aufgrund zu hoher Geschwindigkeit bei vereister Fahrbahn ineinander. Die Bergungsarbeiten der Verletzten verlief schwierig. Die Straßen sind vereist und die Rettungskräfte konnten natürlich nicht so schnell anfahren wie normal. Der Wintereinbruch in Bayern. Allein 169 Unfälle wurden am gestrigen Sonntag im Münchner Stadtverkehr gezählt. Eine der Ursachen, viele fahren nach wie vor mit Sommerreifen. An diese Autofahrer appellieren wir also dringend, sich Winterreifen zu kaufen und diese aufziehen zu lassen. Nicht nur auf den Straßen kam es wegen Glatteis und Schnee zu zahlreichen Behinderungen. Auch der Flugverkehr lief nicht ganz reibungslos. Einige der Maschinen mussten erst durch die Enteisungsanlage, bevor sie abheben konnten. Wir hatten rund 8 cm Schnee über den ganzen Tag verteilt. Ab Donnerstag soll es laut Meteorologen wieder milder werden. Doch die Witterungsverhältnisse sollte man auch dann nicht unterschätzen.